Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Fail. Jetzt kommen wir wieder in so ein bester Freistein. Nein, wir zocken heute ein Horror-Game namens R.E. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Die Qualität, ihr seht, bestechende 144 Pixel. Vielleicht würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal auf Play. Mit krassen 15 FPS, die wir hier haben. Was? Situation. Missing personnel following Martimel Shell, bla bla bla. Press to toggle inventory. Use spray point to mark casually lotions danger areas. Gain entry to plant grounds. Okay. Damit sprint ich. Ist etwas laut, muss ich sagen. Ja. Spray Cane. Jetzt habe ich nur das. Achso. So mache ich das. Ah. Okay. Hold C by moving to crawl. Okay. Ein Labyrinth. Wir sollten uns wieder rechts halten. Ihr kennt das ja, das alte Spiel. Ich bin wirklich gespannt, was mich erwartet. Wie gesagt. Ich habe davon noch nie gehört. Hurra! Wir sind da. So, Danger Area. Moment. Das sollte ein Pac-Man werden. Wird's aber nicht. Oh, wer kreischt denn hier so? So, Katze. Ach so, okay. Nehme ich an. So, wie komme ich jetzt hier durch? Da kommst du nicht durch. Wie komme ich dann weiter? Hier geht's nämlich. Du kannst dich wie bei Outlaws nicht wehren und musst durch die Gegend rennen. Okay. Dann würde ich doch gerne mal wissen, wie ich hier trotzdem weiterkomme. Hier ist nämlich nichts. Wie ich sonst weiterkomme. Hier kam ich raus. Es gibt noch einen Weg, aber ich habe diesmal mir vorgenommen, mal nicht das Let's Play vorher anzuschauen, damit ich auch mal blind was mache. Okay. Ist hier irgendwo eine Taschenlampe? Kommen wir mal. Ja, kurzes Schleichwerbung nach, falls ihr noch nicht unseren Channel kennt hier. Wenn man das erkennen kann. Ja, Tri-LP, wenn man das lesen kann. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt schon am Anfang dümmer als der Toaster und komme nicht weiter. Achso, press E to examine. Okay. Und schon haben wir das Problem gelöst. Ja. Hallo? Okay, hier ist nix. Gehen wir weiter. Hold left click to tag where you've been. Okay, warte. Wir halten uns mal rechts. Okay, da ist nix. Aber es ist so, als ob gerade hinter einem so ein Laster hinterher fährt. Ich weiß nicht. Doorlock magnificated. Magnetisch. Das Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Meine ich will ja nicht sagen. Das war natürlich nur ein Freudenschrei darüber, dass ich dieses Spiel spielen darf, ja? Habe ich doch wieder was Tolles rausgesucht. Ja, ist so. Huiuiuiuiuiui. Das musst du im einen Run durchzocken, ne? Was muss ich? Das musst du in einem Run durchzocken. Weil es ist nicht so lang und zweitens, du kannst dich speichern. Und wenn ich sterbe? Dann wirst du schon irgendwohin zurückgesetzt, aber du kannst nicht zum Punkt speichern, um das Spiel dann neu zu stoppen. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht zu oft. Ist das ein Fötus? Keine Ahnung. Sieht so aus. Also wenn ihr mein Gesicht gerade sehen würdet, das sieht so aus wie so eine Mischung zwischen ins Gesicht geschlagen und voller Angst gelähmt. Ich verstecke mich hier mal. Komm, wir bringen ja ein bisschen Farbe in dieses triste Zellenleben. Ich mach mal kurz ein orangenes Bett, das sieht nämlich schöner aus. Denn wir sind im Irren. Wo liegt eine Katze? Da. Stirb, du Mistvieh. Ich bleib die ganze Zeit. Hab ich Springerstiefel an? Ach, als ob ich die aufnehmen kann. Ah, Prisoner's Cat Found, alles klar.
Was soll ich jetzt mit dieser Prisoner's Cat Katze machen? Keine Ahnung. Soll ich die werfen oder was? Ich glaube, das macht diesem Monster doch nicht viel aus. Es gibt ein Monster? Ja, das ist doch vor uns da in die Scheibe gekracht. Habe ich schon erwähnt, Jumpscares gibt's viele. Gut, dass du es sagst, jetzt bin ich beruhigt. Kann ich mich hier dann irgendwo verstecken? Kann das an mir vorbeirennen? Ist das Monster blöde? Du musst dann wie bei Outlast in Lüftungsschächte flüchten und sowas. Kann ich mich auch unter dem Bett verstecken? Xeminine. Lobby Key. Boah, halt die Fresse, heul nicht rum hier. Kann ich wieder eine Katze sammeln? Ja. Ah, nee, die kann ich jetzt nur. Jetzt. Cell Cat founded, alles klar. Ui! Das hört sich nicht vertrauenserweckend an. Und zwar ganz und gar nicht. Was mache ich jetzt? Ein Master Key dafür. Okay. Teil Master Key in the Lead Research ist das Oceans Office. Okay, wenn ich da weiß, wie ich da hinkomme, alles klar. Ich denke, oh Gott, ich denke mal, ich muss hier rechts lang, ne? Das Monster kommt aber erst später, das ist jetzt noch Pillepalle. Scheiße, na dann darfst du später übernehmen. Nö. Du wolltest aufnehmen. Ja, abwechselnd. Glaub mir, okay. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wo renn ich hin? Okay, also das kam anscheinend doch früher, als ich gedacht hätte. Nicht erschreckt. Ich gehe an den Stock. Ich erschreck bei sowas meistens nicht. Keine Ahnung warum. So, wo soll ich mich denn hier verbarrikadieren? Du musst vor dem Ding wegrennen. Ja, wohin? Irgendwo anders, in einem anderen Gang oder sowas. Ah, da kommt's ja. Dein treuer Freund und Spielkamerad. Komm, geh mal zu Man. Da kannst du in Lüftungsschächte irgendwo reinklettern. Komm, ich versteck mich hier. Ich glaube, da kommt auch. Also erschreck nicht. Der weiß nicht, wo ich bin, der Wichser. Wehe dem. Nein. Das ist doch scheiße. Fuck! Fuck! Da gibt's, glaube ich, einen Lüftungsschacht, wo du reinklettern kannst. Da. Rein da! Kommt der nach? Ich wollte sagen, das Spiel ist überhaupt nicht psychisch gestört auf, oder? Nee. Ist alles total in Ordnung. Das finde ich sehr vertrauenserweckend. Für Asthmatiker ungeeignet. Ich würde jetzt gerne im Lüftungsschacht sitzen bleiben. Wo ist das? Das hat sich da verbuggt. Jetzt geh da rein. Bevor wir das. Ich hab gerade richtig derben Schiss vor dem Spiel. Ich hab gerade richtig derben Respekt. Ja, ich denke, das ist teilweise psychisch ein bisschen schlimmer als Outlast. Kommt mir das jetzt nach? Nö, das hat sich da anscheinend verbuggt. Das passiert beim Spielen manchmal, dass sich das Monster verbuggt. Nicht examinieren, Alter. Du sollst jetzt endlich hier. Okay. So viel zu verbuggt. Hallo? Siegfried? Bist du's? Okay, also. Siegfried. Pass auf, wenn das zu dem Warehouse geht, muss ich ins Warehouse oder zu den Generators? Ich würde in eine andere Richtung gehen. Würde ich auch machen. Hier bin ich sicher. Weil Siegfried ist nicht so nett. Siegfried ist nicht nett. Das weiß ich inzwischen. Delete. Sobald ich das nächste Mal sterbe, bist du wieder dran. Und halt mir ja lange durch. Nö, du willst. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Das ist ja gerade das psychisch Belastende an dem Spiel. Ach Gott, so weit. Du weißt nicht, wo du hin musst. Ach Gott, ich habe irgendwas gelesen von, dass ich so einen Schlüssel brauche. Ja. War nicht bei dem Machinane Room, wo das Monster hingegangen ist? Könnte sein. Kann aber auch nicht sein.
Ich google mal eine komplette Lösung. Nicht, dass ich jetzt dich spoilern wollte, ne? Aber ich würde gern wissen, was dich erwartet. Kann man hier auch um die Ecken gucken? Ich spür's in meinen müden alten Knochen. Irgendwo hier gibt's eine Dönerbude. Jetzt höre ich wieder das Kind schreien. Ah, Examine. G2-Keyed acquired. Also hier steht. Dass das in einer Zelle oben ist. In einer Zelle oben? In einem oberen Teil einer Zelle. Oh Gott. Irgendwas habe ich jetzt aber gerade gefunden. Du musst auch die Stromgeneratoren abschalten. Also du musst Siegfried hinterher. Hm? Du musst Siegfried hinterher und die Stromgeneratoren abschalten. Ich war aber gerade dort, wo Siegfried war und da war keiner. Da war Siegfried nicht. Ja, aber die Stromgeneratoren sind noch dort. Hä? Da habe ich aber gerade irgendwas gemacht. Okay. Also ich war gerade da war irgendwas, was man irgendwie sammeln konnte und das habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig gemacht. Schön. Ich will nicht zu Siegfried. Lass uns hier bleiben. Schmidt, die Spinne ist mein bester Freund. Komm, es macht doch gar keinen Spaß, wenn du dich nicht erschreckst. Wofür nehmen wir denn sonst das Let's Play auf? Ganz ruhig. Denk mentalisch daran, es kann dir nichts passieren. Also ich spiele gerne Horrorspiele, aber nur alleine, weil bei Let's Play mache ich dann kein großes Drama drum. Okay. Ich glaube, da gibt es hier... Ich vermute mal, hier gibt es Schlüssel. Das vermute ich auch. Es hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Ich denke, du kannst... G3 Key Card. Du brauchst, glaube ich, drei Schlüssel. Also noch G1 und G2 brauchst du noch. Siegfried. Siegfried. Ich finde, der Siegfried sieht lustig aus. Hallo Siegfried, sieht voll korrekt aus. Den siehst du in die Augen, du weißt genau, dass er ein netter Bursche ist. Das Problem ist halt, Siegfried war gerade da hinten. Wo soll ich jetzt hin? Was tun? Und nichts tun. Ich vertraue dem lieben Siegfried nicht. Das würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. Ich denke, da unten gibt es auch noch was. Siegfried, lieber Siegfried, bitte bleib mir ja vom Hals. Da ist er rausgejumpt, der Liebe. Hier ist nix. Hey, hier ist nix. Auf live. Er kommt gerade nicht weiter, muss ich sagen. Sehr little Problem. Aber okay. Wie Bob der Baumeister, wie can Schaffing that? Hope einmal. Wenn ich jetzt in eine Sackgasse renne, ey, wehe dir, Siegfried, ey. Wehe, du kommst dann angepimmelt. Mein Herz macht gerade Tangatanz. Macht so pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum. Jetzt gehen in das schöne Lüftungsgitter rein. Für Epileptiker und Asthmatiker ist dieses Spiel ungeeignet, finde ich. Ich glaube, hier war ich gerade. Ja, na, hier war Siegfried. Gut, hier war Siegfried und ich glaube, hier komme ich wieder raus. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Laufmöglichkeiten, ne? Ja, wie denn? Also es gibt ja noch genug Gänge, habe ich so das Gefühl. Na gut, ich habe gesagt, ich halte mich rechts, was ich jetzt wieder grandios missachte. Wehe dir, Siegfried, ey. Aber nicht erschrecken, wenn Siegfried kommt, das ist eigentlich ganz korrekt. Der will nur spielen, ne? Ich entschuldige mich mal, dass ich jetzt nicht gerade sonst wie sonst so eine große Klappe habe, aber bei dem Spiel da
fühlt man sich noch mehr geschändet als bei Outlast. Das ist Outlast nur mit besserer Grafik. So, bei Generators war ich noch nicht. Denke ich. So. Ich kann mich nicht entsinnen, dass du da mal warst. Alter. Musst du ausschalten. Du musst noch die anderen beiden ausschalten. Der Problem ist halt. Ach ja, also, stimmt. Du brauchst nur noch die G. Sonst die zwei kann ich ausmachen. So, der letzte fehlt noch. Einen Schlüssel brauche ich noch. Aber wo? Ich träume mich mal durchs Lüftungsgitter. Ja. Guck mal hier. Lass die Lampe ist mein bester Freund. Genauso wie Schmidt das Schmirgelblech. Also Siegfried zeigt sich ja gerade nicht. Ich glaube, der hat einfach die Hosen voll von mir. Der hat Angst, der weiß genau, mit mir ist nicht zu spaßen. Was war das? Wehe dir, Siegfried. Nein, Siegfried, denk nicht mal dran. Warst du schon im Lager? Ja, im Lager war ich schon. Gut. Da habe ich den Key 3 her. Safety halber gehe ich da mal rein. Warte mal, da. Da sind die Tunnel. Da war das Kackhaus. Und da war auch Siegfried. Ja, da war auch Siegfried. Da ist Siegfried. Siegfried! Lassen wir ihn mal. Lassen wir ihn da mal spielen. Aus. Lab Lobby Key is broken. Mist. Ich denke, im Lagerhaus könntest du vielleicht noch. Im Lagerhaus war ich doch schon. Aber vielleicht gibt's da doch noch was. Hier warst du auch schon. Warte mal, hier war ich echt schon, ja. Machen wir mal weiter. Solange Siegfried der Ritter nicht in den Rücken fällt. Nennen wir es doch Sir Siegfried. Immer rechts halten. Das wussten doch schon die alten Ägypter so. So, jetzt hier Warehouse. Beim Warehouse war ich schon. Da bin ich ja neben Siegfried hinterhergegangen. Oh. Sieht ja jump'n'runnig aus. Warte bitte. Bitte was? So hier. Sieht so aus, als kann man da irgendwo hochjumpen. Wie bei Outlast gibt es am Anfang auch solche. Intelligenten Jump-Einlagen. Wäre ich nie drauf gekommen. Boah, Alter. Ich hab so Schiss. Wo muss ich denn. Ah, das zweite ist dann, wo ich noch hin muss. Aber egal, Siegfried, du wirst mir nichts. Das hier oben kommen sie dir garantiert nicht hinterher. Der hat bestimmt voll die schlimme Kindheit. Da war eh bloß eine Katze. Ach, soll ich die Katzen jetzt sammeln oder was? Nee, ich glaube, zwingen musst du die Katzen nicht sammeln. Ach, krieg ich dann einen Schiefel, wenn ich alles gesammelt habe? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Wir klettern. Ich glaube, die Katze ist das, die da schreit. Warehouse Cat found. Yay. Hier war ich schon. Warte. Da
Das soll ein Elefanten darstellen. Nee, eine Giraffe. Okay. Warte. Guck hier, eine Giraffe mit Kussmund und rollenden Augen. Okay. Ja. Du kannst höchstens noch da oben drauf, ganz oben drauf, kannst du bestimmt auch noch drauf. Nein. Nö. There is nothing. Hier war sowieso schon ein Schlüssel. So, Siegfried der Schöne. Ihr hört's, der Typ ist ein bisschen abhängig, aber ist ja nicht schlimm. Keycard 1. Ich fühle mich ein bisschen seelisch geschändet von diesem Spiel. Immer rechts halten, dann kann nichts passieren. Was ist das? So willst du immer rechts halten. Ich höre es doch. Ich höre Siegfried. Siegfried. Süßer. Keycard 1 ist beim Toiletten. Nee, oder? Guck hier, von Start und da raus geht's. Hier ist das Warehouse. Da war ich ja schon überall. Ja. Keycard 2 habe ich, Keycard 1 habe ich. Nee, Keycard 3 hast du gehabt. Ja, habe ich. Erst wieder zurück zu den Scheißhäusern kommen, wo Siegfried ist. Siegfried, lieber Siegfried, bitte tu mir nicht so weh. Du drückst dich immer moralisch korrekt aus, ne? Restroom. Okay, gehen wir mal zum Restroom. Wehe dir, Siegfried. Wehe dir. Aus. Guck, da liegt es. Nein! Nimm! Renn! Siegfried! Rennen Sie bitte in die andere Richtung. Wieso ist der Leblami-Key broken? Nein! Da musst du gehen, Generator. Oh Mann, ey, Generator hier. Straight-Fruselei muss ich jetzt weitergehen, ne? Ja. So, Straight-Fruselei hier. Sieht richtig aus. So, Generators. Generatoren. So, jetzt hier rein in... Da kommen wir, hier kann ich auch so lang gehen. So, jetzt hier. Ah, ich habe eine weitere Tür geöffnet. Das bringt dich doch schon weiter. Eigentlich nicht. Aber ein bisschen. Zumindest. Muss ich überhaupt lang hier lang? Ja, ne? Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wo das überhaupt ist. Ja, ich auch nicht. Hier ist falsch, okay. Krasser Typ. So klingst du auch nach dem Sport wahrscheinlich. Ne, klingt so. Dann falle ich um. Ich höre schon wieder Siegfried, ey. Siegfried. Siegfried. Irgendwo war doch die Magnetically Locked. Boah. Nicht da auf dem anderen Gang, da war doch dieses mit diesen Reaktoren. Kam ich nicht vom Restroom? Oder vom... Du kamst vom Lobby, von der Lobby, da wo der Key broken ist. Rechtzeit bringt es, glaube ich, nichts, aber ich kann es ja mal probieren. Hier muss ich nicht hin, oder? Nee. Egal, immer Rechtzeit, Leute, immer Rechtzeit. Seiten Secret kommt. Ja. Ach, Siegfried. Nee, da warst du schon in andere Richtung, würde ich sagen. Ja, oder war ich schon? Das heißt, jetzt weiterhin hier Rechtzeiten. Da lang, glaube ich. Immer Rechtzeiten. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Glecks in der Hose. Das ist was völlig anderes, wenn du zuschaust, als wenn du da irgendwie das Spiel selber spielst. Finde ich eigentlich nicht. Ich erschrecke mich mehr beim Zuschauen als beim selber Spielen. Okay. Hier krallt gerade wieder die Katze rum. Nee, so, da ging es irgendwo eine Treppe runter und da war doch mal diese Locked Door. Locked Door? Door. War das hier?
Nee, da geht's ja noch eine Treppe runter. Irgendwo war er doch. Adorable. Aha. Hier ist anscheinend keine Dorre. Aber hier muss doch bestimmt eine Katze sein oder sowas. Irgendwas. Immer außen halten, ja. Wissen wir schon. Seiten Siegfried kommt. Ach, was will Siegfried denn da und von mir? Der will nur kuscheln bestimmt. Warte. E, Xeminine, wo? Reach Letter 3. Down the power, okay. Ich konnte, das ist halt so, das ist nur für die Blitzleser gedacht. Boah, wie er dann dieses Kind rumschreit, ey. Kinder für. Bitte jetzt einen Song einblenden, Kinder finde ich nicht so toll. Gibt's denn? Ah, da oben, 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 so, weiter geht's. So, Siegfried. Nein, Siegfried. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht rum. Der Siegfried, der geht rum. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt die Hucke voll gemacht. Die böse Vermutung, dass Siegfried dich gleich machen kann. Aber das ist nur eine Vermutung. Oh, Siegfried. Hier gibt's eine Tastatur. Attempt to. Wow. Ich würde jetzt mal da reingehen, weil. Das sind ein paar. Viele Siegfrieds. Das sind Siegfried, Shelter, ja, weißt du? Ja. Das sind seine drei Brüder. Das sind Siegfried, wie nenne ich Klaus. Siegfried, Klaus und Dieter. Hermann. Nein, Dieter. Oh Gott, ich hab Muskelkater, ey. Kurz strecken, was trinken? Zu viel Sport getrieben. Ist ja gut. Ah, jetzt geht's mir wieder besser. Kurz Moment. Du musst dein koffeinhaltiges Getränk nicht so sehr genießen. So, runtergehen. Ich habe jetzt Master Key, Acquired. Acquired. Jetzt rennen sie einfach den roten Pfeil entlang. Okay. Hurra, 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 was ist das? Examine. Okay. Find free Keycard to access Generators Room. Das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Dann hier lang. Okay, I follow mal the rot keys. Hoffen wir mal, sind I'm be right. Ich glaube, du kannst dann von hier vorne aus wieder exiten. Hier? Ja. Da sind jetzt auf unauffällige Weise gibt es dort jetzt auch rote Pfeile. Weißt du, bin ich überhaupt richtig? Okay, gehen wir jetzt mal hier runter. Exit Door unlocked. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da unten ist die Exit Door. Exit Door? Da muss ich hier noch. Ja, da kannst du irgendwie über eine Treppe hin. Da, ich sehe es an der Seite. Mach schnell, nicht, dass Siegfried noch kommt. Wähl dir Siegfried. Würde ich gerne abschließen, einfach wegen der Sicherheit. Das kannst du hier im Gegensatz zu Autos nicht. Wegen der Sicherheit. Es haben mich viele gefragt, wo. You escaped into Lake Erie. Hurra! I have survived successfully. So. Kurzes Let's Play, kurzes Horror-Let's Play. Nächstes Mal wieder was Besseres, Max. Das war ja hier too easy for me. Überhaupt nicht irgendwie schwer und so. Auch voll lustig. Und hat dich natürlich überhaupt nicht geschockt. Hat mich auch überhaupt nicht geschockt. Was bringst du jetzt die Sprite weg? Ich habe auch noch Durst. Ich möchte etwas. Der Mensch will trinken. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren und Daumen hochlassen nicht vergessen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Ciao.